Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Die Spieler sind bereit, Schiedsrichter Johannes Liedtke ist bereit. Und dann geht's jetzt in diesem Moment los. Die Gladbacher in den grünen Trikots stoßen an, spielen von links nach rechts und die BK in Rot von rechts nach links. Ja, guter öffnender Pass. Erreicht Klefisch den noch? Ja. Den kriegt er noch. Jetzt über die linke Seite, mal die Chance für die BK. Klefisch bleibt am Ball, kann den Abschluss suchen. Klefisch, der erste Schuss. Nach knapp 6 Minuten, richtig gutes Ding. Und jetzt die Gladbacher. Naderi, sehr schön nach außen nach Walde. Walde, und da muss das doch das 1:0 sein. Shio Fukuda mit der ersten richtig großen Chance für die Gastgeber hier. Lieder. Außen ein bisschen ungenau von Simon Walde. Deswegen der Ballverlust. Und jetzt haben wir mal kurz 2 gegen 2. Gutes Zuspiel, Klefisch. Und jetzt vielleicht die Chance. Und das muss es eigentlich sein. Bornemann kann da viel mehr draus machen. Kommt da ganz frei zum Abschluss. Immer wieder das gleiche Bild. Die Gladbacher ziehen es von hinten langsam auf, suchen irgendwie die Wege nach vorne und die BK lauern auf Konter. Naderi jetzt vielleicht mal guter Abschluss. Der geht aber drüber. Wieder auf Walde. Die BK ist sehr kompakt in dieser Phase. Jetzt aber vielleicht mal die Möglichkeit. Walde ist schon im 16er. Walde, Italiano. Gibt dann nochmal zurück, Bühe Kaslan in die Mitte, Fukuda am Tor vorbei. Nächste dicke Chance für Shio Fukuda, war wohl noch ein Bein zwischen. Fukuda. Ja, Italiano kann da jetzt zum Abschluss kommen, legt nochmal ab auf Nadesi und das ist wieder so eine dicke Möglichkeit. Da wurde aber irgendwie noch gestört, der Rein Nadesi. Ja, und jetzt vielleicht der Abschluss für Bühl, Kassler an Latte. Meine Güte. August Can Bühl, Kassler mit der nächsten dicken Möglichkeit hier für die Gastgeber. Ja, und jetzt direkt der erste Abschluss und die dicke Chance. Für Kustre Masalari. Gerade eingewechselt. Direkt eine dicke Möglichkeit. 81. Spielminute, die Gäste aus Big Bang Bay kamen nochmal ausgewechselt. Und jetzt auf einmal gibt es die dicke Möglichkeit, das gibt's doch nicht. Neuem Spiel mit der 6, Joel Kartus. Was haben die hier an Chancen heute? Asalari. Bringt ihn rein, wieder flach. Und dann rettet Ron Meyer. Auf der Linie. Und die BK können klären. Nächste 100%ige. Neu im Spiel mit der neuen Chagatai-Kader. Beide da eben defensiven rausgenommen. Mit Kader kommt Stürmer. Jetzt aber erstmal der Freistoß. Und dann wieder die nächste Möglichkeit. Ist der Ball jetzt drin? Jetzt ist der Ball drin. Und wer belohnt ihn? Das ist, glaube ich, Bocelli. Der hier in letzter Minute doch noch. Leon Pesch ist raus und Finn Stromberg ist gekommen. Dieses 1:0 geht absolut in Ordnung, das muss man eben sagen. Aber jetzt müssen sie aufpassen, dass sie jetzt nicht direkt postwenden, den Konter kriegen!
Da wäre es fast passiert. Stromberg, der neue Mann. Der Ball ist schwierig, aber vielleicht rutscht der einer durch. Nee. Celli und Duell mit Schlosser. Schlosser macht das gar nicht gut und dann kommt Meier raus und dann rutscht er auch weg. Und dann kann jetzt Botelli hier ganz in Ruhe den Deckel drauf machen. 2:0 für Gladbach. Absolut skurrile Situation. Wir haben mit zwei, die am Boden liegen. Meier und Fukuda. Botelli. 3-2 jetzt. Bisschen auch vielleicht die Spannung raus bei den Gästen. Boah, dann von hinten wird Botelli da von Torrens gestreckt. Torrens sieht die Gelbe. Da gibt es jetzt noch ein kleines Scharmützel. Das ist eben auch Abstiegskampf. Da kann es eben hin und wieder mal hitziger werden. Und war auch ein bisschen unnötig in dieser Position. Und genau jetzt hat dann Johannes Liedtke genug von der Partie, pfeift ab. Also, Gladbach 2 belohnt sich hier sehr spät für ein ziemliches Chancenfestival, was sie heute haben. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.